bin in der 21. Schwangerschaftswoche Anfang. Und ach so, was nicht so gut war, das Fruchtwasser. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Für mich geht es jetzt zu meiner Frauenärztin. Ich bin schon total aufgeregt, also seit gestern. Gestern wurde mir erst klar, okay, die 4 Wochen sind jetzt um und jetzt geht es wieder zu der Ärztin. Das ist so krass, wie die Zeit momentan so vergeht. Also bei Louis hatte ich immer das Gefühl, dass diese 4 Wochen sich immer wie so Kaugummi gezogen haben. Es hat immer ewig gedauert. Vielleicht beim ersten Mal, wo ich bei der Frauenärztin war, diese 4 Wochen da auch noch. Aber jetzt zum Beispiel fand ich, dass diese 4 Wochen so schnell rum waren. Das ist echt krass. Ich zeige euch noch eben, was ich anhabe. Und dann fahren wir auch schon los. Und es ist schon wieder so weit. Und ja, lieber ein bisschen zu früh als wie zu spät. Ich habe diese Schuhe an. Dann diese Hose, weil die mega bequem ist. Ist eigentlich keine Schwangerschaftshose. Aber es ist so eine hochsitzende und die ist so hoch, dass ich die bis ja über den Bauch bekomme. Dann habe ich ein Schwangerschaftsoberteil, also ein T-Shirt. Ich sehe gerade, mein Sport-BH ist durchsichtig ein wenig. Finde ich nicht so cool. Sollte man vielleicht doch in weiß anziehen, aber umziehen mag ich jetzt nicht. Ich zieh mir jetzt noch eine Jacke drüber und dann geht's los. Ihr Lieben, ich bin wieder im Auto. Oh, jetzt habe ich euch erstmal einiges zu erzählen. Also, ich stand erstmal im Stau und war dann zwar pünktlich oben, aber es war wirklich so ein Marathonlauf. Kam dann auch direkt dran. Deswegen konnte ich jetzt vorher gar nicht filmen. Und oh mein Gott, vor ganzer Aufregung. Ich habe Kamera vergessen, Smartphone. Ich hatte nichts dabei. Es war so schade, denn ich wollte heute ja vom Display mitfilmen. Auch für Familie, ne, für Carlos und die Kinder. Und das hat mich so geärgert. Aber dann konnte ich halt nicht mehr runter. Es ist mir so spät eingefallen. Also aufgefallen erst dann, wo ich dann halt schon ja ausgezogen und da lag. Das war so blöd, weil ich mir so sicher war, ich hätte es dabei. Ja, auf jeden Fall, ich kam direkt dran, Urin abgegeben, Blutdruck und das ganze Messen, Gewicht, genau, oh mein Gott, ich habe zugenommen. Insgesamt 6 Kilo oder fast 7. Ja, da muss ich aufpassen, denn ich mehr als 10 Kilo möchte ich nicht. Und mit Jano die Schwangerschaft, das war wirklich ganz, ganz schlimm mit 25 Kilo. Und ich kann ja sowieso zum Ende zu kaum laufen. Die letzte Woche ist immer wirklich unschön, weil ich dann auch bettlägerig werde. Habe ich euch auch schon mal erzählt, ne? Das wollte ich euch viel früher erzählt haben. Und zwar war heute, oder jetzt gerade, der große Ultraschall. Und Mädels, ich war so neben der Spur, wie man gemerkt hat. Mir wurde kalt. Ich habe so kalte Hände. Mir wurde kalt und ich kam gar nicht mehr klar. Also ich wurde, das Geschlecht habe ich nicht erfahren, falls ihr jetzt darauf wartet. Das Geschlecht erfährt ihr nächste Woche, genauso wie ich auch bei der Babyparty. Genau. Also das war so krass. Einfach so krass. Erstmal wurde CTG geschrieben, beziehungsweise ein TG. Dazu erzähle ich euch demnächst was. Das war so der unschönere Teil. Da möchte ich euch auf jeden Fall berichten. So, aber Ultraschall. Oh mein Gott, das war richtig schön. Richtig schön. Also, wir waren in dem Raum, wo das Gerät richtig gut modern ist. Ja, weil der Rest ist ja nichts. Genau, hatte ich euch auch erzählt. Ne? Erstmal Köpfchen geguckt, von oben nach unten und unten. Da sollte ich wegschauen oder auch hinschauen, wenn ich so keine Ahnung habe. Aber ich dachte mir, okay, ich habe aber Ahnung, ich schaue lieber weg. Genau. Also, weil ich will mich ja überraschen lassen bei der Party. Kopf und so, also alles soweit okay. Sie hat gemessen, gewogen. Alles soweit in Ordnung, zeitgerecht. Bin in der 21. Schwangerschaftswoche Anfang
Und achso, was nicht so gut war, das Fruchtwasser. Es war zu viel Fruchtwasser da. Und sie vermutet, es liegt an Zucker. Nächstes Mal wird Zuckertest gemacht. Und ja, ich habe auch jedes Mal, sie sagen leicht Diabetes. Also ich soll ja darauf achten, dass ich gar nichts Süßes esse. Ich habe gesagt, ich esse auch nichts Süßes. Aber das Problem ist einfach, ich esse extrem viel Obst. Schon immer. Und derzeit vielleicht nochmal extremer, mehr, öfters, weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll man das weglassen. Sie sagte, verzichte darauf, weil das hat so einen hohen Zuckergehalt und ich weiß es ja, ne? Aber ich dachte mir schon, okay, wenn du jetzt keine Haribos und so isst, dann ess doch ja Obst. Sie meint, ja, lieber weglassen, Apfel okay, aber so Trauben und so lieber nicht. Und ich esse ja so gerne, oh mein Gott, ja gut, dann lasse ich es weg. Und ja, weil sie meint, das ist nicht gut. Und wenn es nicht gut ist, dann lasse ich es natürlich für mein Baby. Ansonsten habe ich ja immer so Fressattacken, aber eher, da möchte ich was Deftiges, ne? Also so, ja, oder Pommes. Momentan bin ich ja wie die Kinder. Meine Kinder essen unfassbar Pommes. In München wollten sie jeden Tag Pommes. Natürlich haben sie nicht nur Pommes bekommen, aber wenn man sie gefragt hat, wenn ich gefragt habe, dann war die Antwort Pommes. Und ich irgendwie, also ich könnte auch jeden Tag Pommes essen. Heute dünne Pommes, morgen dicke Pommes, morgen andere Form, übermorgen so und so. Also momentan könnte ich auch jeden Tag Pommes und Nuggets und Burger und oh Gott, nee. Auf einer Seite ist das total eklig, aber auf der anderen Seite denke ich mir, oh geil, das könnte ich jetzt essen. Obwohl ich eigentlich nicht so ein Fan von, also einen frischen Burger von hier Hans im Glück, ne, wo wir essen waren. Mega. Oder auch woanders, ne, L'Osteria und sowas. Aber jetzt McDonald's, wobei wir ja schon jetzt in der letzten Zeit auch schon zweimal, also McDonald's waren wir und Burger King ist jetzt ungesund und ich bin wirklich total dagegen eigentlich. Und in der Schwangerschaft kann ich das einfach essen oder ich will, ne? Naja, ich muss aufpassen, ich weiß. Naja, ich weiß, dass ich jetzt auch vergesse, die Hälfte zu erzählen. Wie letztes Mal, da habe ich euch auch vergessen zu erzählen. Ich war einfach mega aufgeregt, wirklich. Ich hatte auf der einen Seite, ich habe mich mehr gefreut, hatte aber Angst, dass mit meinem Kind etwas nicht stimmt. Und das, also am Anfang, bevor ich hochging, also bevor ich am TG angeschlossen wurde, hatte ich mega Angst, dass das Herz nicht mehr schlägt. Weil ich es seit gestern Abend einfach nicht mehr gespürt habe. Und sie hat mich dann angeschlossen. Und ein paar Sekunden danach habe ich es direkt gemerkt. Es hasst das Ding. Es hat so dagegen getreten. Und ich hatte die Hose über dem Bauch und dann dieses TG-Teil auf der Hose. Wieso ich darauf bestanden habe, das erzähle ich euch wann anders. Also, ne? Demnächst. Eigentlich wollte ich auch noch zum Action gehen, aber das schaffe ich nicht, denn ich muss jetzt sogar los, ich muss die Kinder abholen. Die Kinder sind bei Freunde und die muss ich jetzt gleich abholen. Ich dachte, ich komme viel früher raus. Genau, Carlitos ist mit Luise, habt ihr vorhin mitbekommen. Ja, ich freue mich einfach nur und ich bin so aufgeregt auch auf die Party, dass Carlos, ich, die Kinder, dass wir ja das an diesem Tag erfahren. Einfach wow. Ich werde das Ganze filmen, habe ich euch erzählt. Und ja, ihr Lieben, wieder mal ein kurzes Video. Ich glaube, in den letzten Tagen gibt es nur kurze Videos, ne? Ja, muss ich mal demnächst ein bisschen längere Videos drehen. Mal wieder so ein richtiger Familienvlog, so wie, ja, gab's erst. War das nicht gestern? aber davor halt diese ganzen München-Videos, die waren ja wirklich recht kurz. So, ihr Lieben, ich schneide mich an und dann fahre ich die Kinder holen. Ich freue mich auf die Kinder, ich freue mich auf meine Familie, ich freue mich auf mein schön warm Zuhause und ich freue mich aufs Essen. Bis morgen um 10 Uhr. Tschüss.